Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK hier auf Dadelbert TV. So, ich glaube, ich habe es jetzt endlich geschafft, einen weiblichen Rex aufzutreiben, bei dem ich auch eine Chance habe, ihn vernünftig zu tamen. Ich versuche den jetzt einfach per Fliegen hier erstmal zu halten. Und was ich gleich ausprobieren möchte, das machen wir jetzt mal gemeinsam. Einmal kurz auf dieses Ding umswitchen. Ich sag da gleich was zu. Ich habe ein paar Loot Drops gefarmt und habe ein paar richtig schöne Sachen unterwegs aufgetrieben. So, jetzt muss ich mich beeilen. Einmal hoch, umstellen und die Harpune auf die 3. Ich will einmal testen. Ne, also netzen kannst du den scheinbar nicht. Das wollte ich mal eben ausprobiert haben. Geht aber nicht. Ist der jetzt schon wieder mit irgendwas beschäftigt da unten? Scheint irgendwie so. Egal, ich drücke dem jetzt einfach mal ein bisschen was rein und versuche den mal irgendwie hier in der Gegend festzuhalten. Mit irgendwas prügelt er sich doch da schon wieder. Oder? Nee, sieht gut aus. Egal. Kümmere ich mich gleich drum, wenn ich ihn hab. Kriege da eine Wand drum. Es geht letzten Endes ja nur darum, ich meine, das ist jetzt ein 116er, nehme ich gerne mit. Wenn ich den jetzt nicht 100% getamed kriege, ist das jetzt nicht so wild, aber mir geht es ja primär eigentlich um die Eier. Oha. Gut, der wird noch eine Menge Treffer brauchen. Oh, er verpieselt sich. Ja, ein bisschen tiefer. Vielleicht kommt er ja dann wieder. Ne, sieht gerade nicht danach aus. Pass auf, dann machen wir das mal folgendermaßen, bevor ich ihn jetzt irgendwie großartig noch hinterher renne. Da kommt er nämlich schon. Ich versuche hier mal so eine Art Box für den schon mal aufzustellen. Ah, ich dachte, er kommt. Okay. Dann noch einen. Bisschen näher an die Wand, wo ich ihn dann nachher reinlocken kann. So zumindest die Theorie. Oh, Verzeihung dafür. Aufheben. So, komm ran hier, mein Lieber. Hier bin ich. Schauen, ob ich es hinbekomme, ihn genau dazwischen reinzulocken. Das wäre ja der Oberhammer. Ne, er lässt sich überhaupt nicht beeindrucken, gerade von mir. Jetzt vielleicht? Ne, immer noch nicht. Naja gut, ist hier gar nicht. Ich drücke dem jetzt einfach immer weiter einen rein. Hier ist ja relativ ruhig gerade. Jetzt kommt er. Kurz mal zwischendurch umgucken, nicht, dass da gleich noch was anderes von hinten kommt. So, jetzt hat er mich. Jetzt will er mich haben. Schauen wir mal, ob wir ihn dazu kriegen können. Genau, brüll mich mal schön an. Ob wir dich dazu kriegen können, uns hier in diese Kiste. Ich glaube, die ist ein bisschen klein geraten. Aber das könnte funktionieren. Ja, du bist daneben. Mist. Ja, so ist cool, wenn du da jetzt drin bleibst, mein Lieber. So. Wäre jetzt die Frage, wenn ich jetzt hier auf diesem Podest. Oh, nee, 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 nee. Hoch, 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 hoch. So war das nicht gedacht. Ja, also ich glaube, den so zu boxen, das wird nix. Einzige, was man noch versuchen könnte, dass ich hier runtergehe. Da haust du jetzt schon wieder ab, oder was? Scheint so. Ich guck
guck mal, ich habe gar nicht jetzt mal drauf geachtet, wie viel der überhaupt noch. Ach, guck mal, wir haben ja schon einiges. Na komm. Sei ein braver T-Rex. Ja, so ist richtig. So, das ist gut. Wenn er jetzt so kommt, müsste er sich ja in der Theorie hier gleich. Nö, vielleicht auch nicht. Na, ist egal. Ich baller jetzt einfach weiter drauf. Netzen funktioniert ja nicht. Das haben wir schon ausprobiert. Und solange er sich so verhält, wie er es jetzt tut, ist die Chance ja groß, dass er gleich irgendwann liegt. So, Sekunde. Einmal aufheben. Aufheben. Liegt er schon oder rennt er noch? Da hinten ist er. Schön, wie man ihn auf die Entfernung gut treffen kann eigentlich. Ein bisschen weiter rein jetzt. Meine gute Nachricht ist, er lässt ja auch von allem anderen ab. Also, ja, ach, guck mal, so viele Treffer sind es nicht mehr. Machen wir noch so 4, 5 Stück und dann gucke ich nochmal nach. Eins. Dann auch schmeißen wir um den Baum. Zwei. Drei. Vier. Na komm, Fall. Fünf. Mal kurz durchladen lassen. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, das ging zu schnell. Wo bist du hin? Da. 11,6, glaube ich, steht da, ne? Ja, also ich denke mal noch so 2, 3 Treffer, dann sollte es durch sein, das Thema. Schmeißt er sich da jetzt runter? Jo, hat er. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was da unten noch so rumrennt. Ah, cool, da wo du jetzt hängst, ist natürlich mega, wenn ich dich da zum Erliegen kriege. Ne, du musst noch einen weiter runterspringen, war ja klar. Oh, doch, das ist eine schöne Stelle. So, sorry, jetzt habt ihr den Hund wieder im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr den hört. Tut mir leid, aber ich will jetzt ungern hier nochmal einen Cut oder irgendwas reinballern. Sieht gut aus. 116er Female. Sehr schön. So, und dann lasst uns doch mal sehen, wie wir den jetzt hier gut verpackt bekommen. Ach, ich glaube, das kann ich mir alles schenken. Glaube, ich würde jetzt hier vielleicht einen dran setzen. So. Ein bisschen was mit Abstand haben. Einmal. Zweimal. Und hier noch. Dann setzen wir da noch zwei Türen rein. So. Und Auto-Close only. Auto-Close only. Soweit, so gut. Jo, das gefällt mir. Also, und dann gehe ich hier oben hin, setze hier meinen Teleporter mal auf. Genau, das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Ich habe jetzt eine Menge von diesen Boxen gemacht. Und ja, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich sowas wie einen Astro-Sattel oder sowas kriege, weil die Dinger brauchen ja 120 Level, um klarzukommen, beziehungsweise dass man sie bauen kann. Und ich glaube sogar einen Tech-Replikator, wo ich beides aktuell nicht wirklich irgendwie Zugriff drauf habe und mir noch Gedanken machen muss, wie ich da überhaupt Zugriff drauf bekomme. Deswegen muss ich da nochmal schauen. So, was haben wir hier jetzt noch an Ham? Oh, noch viel mehr, als ich gedacht habe. Das Ding würde ich tatsächlich mal aufstellen wollen. Aber für den Moment, um Überladung zu vermeiden, schmeiße ich das erstmal da rein. Dafür habe ich aktuell auch noch keine wirkliche Idee. Schmeiße ich auch erstmal da rein. Rest nehme ich soweit mit. Die Wände, die schmeiße ich gerade oben in den Greiner. Und dann soll das auch gut sein. So, einmal kurz hoch. Hier in Grinder habe ich auch schon das ganze Zeug, was ich jetzt nicht gebraucht habe, immer reingeknallt. Ja, und wie ihr seht, ich habe jetzt schon hier so Anglergel bekommen, Elektronikperlen. Also ich habe schon wirklich reichlich Zeug gekriegt, was man da gebrauchen kann. Man braucht im Prinzip schon fast gar nicht mehr Farm. Jetzt, wo ich die meisten Sachen habe. Mit diesem Grinder kommt man eigentlich relativ gut klar, wenn man da den Krempel aus den Kisten reinwirft. So, da sind wir angekommen.
Jetzt sagt mir bitte einfach nur, dass das ein Anzeigefehler ist. Ja, ist es. Das ist ja Murks. Was soll das? Lieber Rex, kannst du mal bitte und so? Also, ich sehe dich. Ich kann auch einfach durchlaufen. Alles klar, das ist nicht cool. Ach, Leute, hier ist ja was los. Teleportieren wir mal nochmal zurück. Habe ich den jetzt weg mit? Nee, ich kann ihn noch nicht mit teleportiert haben. Dann wird er doch. Wo wird er denn dann liegen? Vorsichtshalber einmal über die Mauer gucken. Nein, habe ich nicht mit teleportiert. Wir versuchen es nochmal. Sonst muss ich gleich, wenn es jetzt wieder nicht klappt, fliege ich einmal aus der Renderdistanz raus und wieder rein. Ich sehe ihn nicht. Scheibe, Leute. Es ist Wahnsinn. So, ich habe keine Ahnung, wie weit ich muss. Fliegen wir, fliegen wir, fliegen wir. Ob das reicht, sehe ich da hinten jetzt meine Tore. Irgendwo da müsste das sein. Nee, sieht nicht so aus. Sehr gut. Ah, okay, doch, den Rex habe ich gerade im Visier gehabt. Naja, bin ich nicht weit genug geflogen, glaube ich. Schauen wir mal. Na, hier machst du ja was mit. Er ist echt weg. Verfluchte Hacke. Jetzt habe ich ihn endlich. Jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Das ist doch echt mies. Bist du hier reingeglitscht oder so? Da, seht ihr das? Der ist tatsächlich, der ist nicht verschwunden, der ist einfach in den Berg geglitscht. Ja, das ist ja für den Hintern. Wie soll ich denn an dich rankommen so? Mein Lieber. Das ist ja richtig mies. Kann ich noch irgendwie ein anderes Körperteil von dir rausgucken? Hallo? Ah, da war was, glaube ich. Aber ich kann auch sein, dass das jetzt das Tor war. Das gibt's doch gar nicht. Wie kriege ich denn bei dem jetzt was zu essen rein, wenn ich ihn nicht öffnen kann? Scheibe. Ja, lege ihm was ins Inventar. Würde ich ja so gerne. Das ist doch sowas von mies. Was kann ich tun, um das jetzt hinzubiegen hier? Vielleicht so. Guckt es euch mal an, da sieht man. Da sind die Füße. Der ist so richtig reingeglitscht in den Stein. So richtig. Kein Wunder, dass ich da nicht dran komme. Der muss irgendwie hier. Der kann doch jetzt nicht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ich relogge mal und hole euch gleich wieder dazu. So, meine Lieben. Ich bin jetzt nochmal rein und raus und so weiter und es hat keinen Sinn. Also er ist, wenn man jetzt hier guckt, gucken, ob ich das jetzt gerade hinbekomme hier in der Ansicht, er liegt quasi auf der Ebene darunter. Ne? Also der Fels ist komplett um ihn rum. Ich habe jetzt mal in den Kommandokonsolen-Commands geguckt und habe hier den Befehl Ghost eingegeben. Damit kann ich jetzt durch den Boden, quasi mit der C-Taste, und kann jetzt hier, glaube ich, sein Inventar öffnen. Jawohl, das funktioniert. Dann schmeiße ich ihm jetzt mal das Hammelfleisch da rein. Und jetzt muss ich mal gucken, geht das einfach so aus? Oh, jetzt. Nee, das wollen wir nicht. Okay, er steht zumindest schon mal. Ne, weil das ist jetzt ein Bug. Ach so, nee, hat nicht. So, da bin ich wieder.
Ja, keine Ahnung, was das jetzt eben war. Ich habe es ja gezeigt mit dem Ghost Cheat und so weiter, dass ich den T-Rex da rausgeholt habe. Ja, und dann hatte ich angefangen, die Steinwände einzupacken und irgendwie ist dann alles abgeschmiert. Hier Arc, OBS, also mein kompletter Rechner. Ja, ich habe jetzt nochmal alles neu gestartet. Der Ghost-Befehl ist aus, zeige ich auch gerade nochmal. Ja, also das passt jetzt wieder soweit alles. Und was mir an dieser Stelle auch gerade nochmal einfällt, ich hatte ja immer das Problem, dass sich meine Geschichte hier Tab Inventar Tastatureinstellung ständig nicht resettet hat, aber es hat einfach nicht funktioniert jedes Mal, wenn ich mich neu eingeloggt habe. Und ich habe jetzt das Problem gefunden. Und zwar liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich keinen neuen Tastenbefehl für die Konsole hatte. Jetzt habe ich aufgrund dieser Aktion die Konsole mit einer neuen Taste belegt gehabt und jetzt hat es funktioniert mit dem Reloggen und das Tab weiterhin funktioniert. Ich vermute jetzt mal, dass daran lag, ne? Aber liegt ja jetzt auf der Hand eigentlich. Also falls einer von euch das Problem auch haben sollte, ist das auf jeden Fall ein Versuch wert, das zu versuchen so zu lösen. So, wir fliegen jetzt fix nach Hause. Ich will den T-Rex einmal aufgestellt haben. Und ja, dann schauen wir mal. Ich würde noch mal gerne einmal mit euch in die Mitte porten. Dass wir da mal schauen, dass wir noch mal so ein bisschen Mutagelzeug zusammenbekommen. Wenn es denn welches gibt, weil da war nämlich jetzt die Situation für diese Void-Würmer oder wie sie heißen, diese Drachen von dieser Map, braucht man ja zum Tamen, habe ich jetzt gesehen, dieses andere Mutagen-Zeug. Also nicht das Mutage, was wir schon haben, sondern das andere, was man auch in dem im Fabrikator herstellen kann. Und da habe ich noch gar nichts von. Und ich habe jetzt mal geguckt, weil ich das auch noch nirgendwo gesehen habe. Das kriegt man nur in diesem Rockwell-Bereich und auch nur super, super selten. Deswegen empfehlen da die meisten, dass man halt einfach hingeht und dieses Mutagel-Zeug farmt, wenn es denn in diesem Weltraumbiom vorhanden ist. Und das dann einfach eintauscht. Das habt ihr ja gesehen. Ich glaube, Chemietisch war es. Zeige ich euch gleich nochmal. Da konnte man ja 800 von diesem Mutagel gegen ein paar von diesen Mutagen-Dingern da eintauschen. Und das würde ich dann auf jeden Fall mal machen. Und dann würde ich mich in den nächsten Folgen mit euch gerne mal an so einen Void-Wurm dran setzen. Und mal gucken, ob wir den getamed kriegen. Weil das soll mit einer der schwersten Kreaturen sein. So ein Astrodelfin werde ich auch auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Aber das hat Zeit, weil den Sattel kriegen wir eh erst mit Level 120. Und dann die nächste Problematik, die ich gesehen habe. Man braucht, glaube ich, sogar diesen Tech-Replikator. Und den kriegt man ja nur, wenn man einen Boss gespielt hat. Und da muss ich mir auch noch Gedanken machen, wie ich das da mache. Vielleicht gucke ich mal, weil mit Bossen und so habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich möchte aber wirklich diesen Sattel sehr gerne haben. Tapayara-Sattel. Okay, cool. Rest packen wir einfach erstmal ein. Eventuell wäre das eine Sache, wo ich dann vielleicht wirklich zur Schummelmethodik greife und mir so einen dann einfach reinspawne. Das wäre Option 1. Oder Option 2, das werde ich auf jeden Fall als erstes machen. Andersrum, also Option 1, ich mache mich da mal schlau, wie das mit diesen Bossen aussieht und wie aufwendig das Ganze ist. Weil, ich muss gar nicht sagen, ich spiele dieses Spiel halt gerne wegen der Tamerei und so weiter. Guck mir gerne auch neue Sachen an, aber diese ganze Boss-Geschichte und so, das hat mich halt noch nie so richtig begeistert. Wenn mir das zu aufwendig erscheint, dann würde ich es halt reinspawnen. Und wenn ich der Meinung bin, dass das für mich relativ simpel und einfach machbar ist, dann würde ich halt einfach gucken, ob wir entweder auf dieser Map oder auf einer anderen Map uns mal mit einem Boss auseinandersetzen, um das dann für uns realisieren zu können. So, Hammelfleisch erstmal zurück in den Kühlschrank. Achso, ich wollte eigentlich die komischen Ecken da noch in den Grinder schmeißen. Gab es hier noch irgendwas? Nö, der Rest ist soweit okay. Dann schmeiße ich das gerade hier rein, wenn ich schon mal da bin. Und die Beeren kommen dann hier hin. Also, und dann würde ich mich gerne auch mit euch einmal hinsetzen jetzt schnell und einen Sattel für den Rexi bauen, logischerweise. So, Rex-Sattel, dass wir den einmal freigeschaltet haben, ist in der Werkbank herstellbar. Ja, komm, dann machen wir das jetzt doch zuerst, bevor wir jetzt wieder hochfliegen. Herstellung, das habe ich gar nicht geguckt. Tür, Baronix, Daedon, Rex, da ist er. Bonk, guck mal, geht. Dann basteln wir uns den mal gerade zusammen. Schön, dann haben wir den. Dann werden wir den gleich mal ausrüsten. Vielleicht machen wir auch gleich mal eine kleine Tour. Ich mag den eigentlich ganz gern. Mal ein bisschen Fleisch farmen. Oder so.
Das können wir gleich auf jeden Fall mal machen. So, also das Zeug darüber, dass wir es erstmal aus den Augen haben. Hier noch das Gammelfleisch rein, dann kann ich vielleicht noch mal ein paar von denen herstellen. Genau, und hier ist auch das, was ich euch zeigen wollte. Also man kann mit 800 von diesem Mutagen kann man Mutagen herstellen. Ja, ich weiß halt nicht, wie viel man danach herausbekommt, wahrscheinlich immer nur eins. Aber wo man das Mutagel herbekommt, das weiß ich, und zwar aus der Mitte. So, dann lasst uns das doch mal folgendermaßen machen. Ich schmeiß jetzt erstmal den Rex raus und drücke ihm mal seinen Sattel in der Hand. Das machen wir hier vorne. Hops. Da ist er. Level 173er Rex. Das kann sich ja auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Hat auch schon ein paar Level-Ups. Sehr cool. Sattel drauf. Auch von den Werten her. Bisschen Bewegungsgeschwindigkeit finde ich, glaube ich, für den Anfang gar nicht so schlecht. Oh cool, Rexreiter. Errungenschaft freigeschaltet. Jo, das finde ich ganz gut. Und ich denke, ich werde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit den Rex auch in Zukunft gegen die Wölfe austauschen. Ne, weil das ist doch schon sehr, sehr aufwendig, die Wölfe immer rein und rauszuladen. Ich würde trotzdem noch mal gucken, ob wir nicht vielleicht doch noch ein Männchen irgendwo herkriegen. Dass wir da noch mal was nachzüchten können. Weil ich möchte ja auch die Rex-Eier nachher haben, um Kibbel herzustellen. Aber ja, wie gesagt, da müssen wir mal gucken. Als ich den gesehen habe, war auch noch ein Mail dabei, ein Level 108er. Hätte ich auch gerne mitgenommen, aber der hat die Kämpfe da alle nicht überlebt. Was war hier noch mal los? Ah ja, hier habe ich ein bisschen was. Ah, guck mal, das sind jetzt. Ist das nicht sogar das Mutagel-Zeug? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh, ich bin ja schon rausgeflogen. Sekunde, das gucken wir uns mal gerade an. Da ist ja sogar eine Plattform auf Höhe. Irgendwie diese Kugeln konnte man noch einsammeln. Ich weiß nur nicht mehr, was das unterm Strich war. War das Mutagel oder war das wieder was anderes? Gucken wir mal schnell. Es war Mutagel. Ja, mega nice. Dann laufen wir jetzt hier mal ein bisschen rum und farmen mal ein bisschen Mutagel. Das dauert halt. Ach so, schwarze Perlen ist es eigentlich. Und das Mutagel ist das Nebenprodukt. Aber ist ja nicht schlimm. Ich sammle jetzt einfach mal ein bisschen was ein hier. Aber gut, 800 Mutagel auf diese Art zusammenzukratzen, ist natürlich auch schon ordentlich, ne? Ich weiß auch nicht, ob das wirklich das Einzige ist. Ich glaube, das ist das Einzige. Nee, warte mal, ganz am Anfang habe ich doch irgendwelche Steine gehackt und habe Mutagel bekommen. Vielleicht gibt es da noch ein zweites Biom, wo man das machen kann. Weil bei dem hier wird es ja echt ewig dauern. Wie viel habe ich jetzt? 9. Das Hundertfache davon brauche ich noch. Schön. Ja, okay, dann probieren wir jetzt nochmal was anderes aus, was ich sowieso mal ausprobieren wollte. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier den Rex zum Beispiel in diesem Biom rauswerfe? Wie ist der bewegungstechnisch? Okay, also hier läuft er erstmal. Alles gut, alles schick, alles schön. Was passiert, wenn ich jetzt mit ihm hier rüber gehe? Ich stelle mich schon darauf ein, dass er vielleicht gleich flöten geht. Nee, er schwebt. Und mit Leertaste kann er sogar hochschweben, so wie es aussieht. Ja. Okay. Angreifen kann er auch. Jo, okay. Also scheint ganz normal zu funktionieren. Schwebt dann halt hier nur durch die Gegend. Ja, weiß ich nicht. Sehe ich aber jetzt gerade keinen Sinn drin, das zu machen. Zumindest nicht mit dem Rex. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ja noch langsamer unterwegs, als wenn ich das alleine mache. Aber es wird auf jeden Fall Sinn machen für mich nochmal zu gucken. Oh, das war ich selbst. Wenn es nachher um den Drachen geht, wie war da verfahren? Okay, also dieses Biom ist schon ganz in Ordnung, aber nicht so ganz das, was ich mir erhofft habe. Deswegen gehen wir da jetzt rüber und porten zurück in die Base. Und stellen den Rex da einfach erstmal irgendwo ab. Und dann würde ich mal gucken, dass ich mir vielleicht nochmal ein Männchen irgendwo herhole. Kommst du so nicht rüber, ne? Muss ich dich jetzt. Aber auf die Base, da kann er drauf. Herrlich.
So, und versuche ich mal hier so rumzusackeln, dass wir hier irgendwie. Ja gut, die Base ist ja auch nur zwei Blöcke hoch, ne? Also normalerweise müsste er hier irgendwie, aber keine Kante. Kriege ich nicht raus jetzt. Gut, dann machen wir es mit der Kapsel und schmeißen ihn einmal vor die Tür. Weil wie gesagt, ich will den auf jeden Fall schon stehen haben. Weil es geht mir ja letzten Endes um die Eier. Eier. Und Schabobbel, da steht er. So, zack. Passt. Hammer. Der Daus. Also hier vorne haben wir mittlerweile schon gut was stehen. Generell, ich glaube, so viele Dinos hatte ich noch nie. Herrlich. Gut, ja, dann würde ich sagen, für heute lassen wir das. Ich werde jetzt offscreen nochmal gucken, dass ich nochmal zwischendurch ins Weltraumbiom gehe, um zu gucken, ob wir dieses Mutagebiom nochmal erwischen. Und ja, dann hole ich euch wieder dazu, sobald ich entweder einen männlichen Rex gefunden habe oder irgendwas anderes, was so spannend ist, dass es sich lohnt, euch mit dazu zu holen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.